Dieses Video wird sich mit dem Subnetting beschäftigen. Dazu stellt sich zuerst einmal die Frage, was ist überhaupt Subnetting? Wenn wir ein Netz in mehrere verschiedene Netze aufspalten, sprechen wir vom Subnetting. Wir gucken uns das Ganze anhand eines praktischen Beispiels an, welches das Video von Anfang bis zum Ende begleiten wird. Die Abteilung Vertrieb wird in vier verschiedene Abteilungen bzw. vier verschiedene Unterabteilungen aufgeteilt. Jetzt besteht der Auftrag, zu jeder dieser Unterabteilung ein Teilnetz bzw. ein Subnetz zu bilden, wobei das Subnetting ins Spiel kommt. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir das Subnetting bzw. wie wir das Bilden von Teilnetzen in einem Netzwerk realisieren, ist es erstmal wichtig zu schauen, warum bilden wir Teilnetze, was bringt uns das für Vorteile. Beispielsweise sitzt unsere Unterabteilung A nur zusammen und hat mit den anderen Abteilungen so direkt gar nichts zu tun. Diese Abteilung bekommt ein eigenes Netz. Sender und Empfänger sitzen somit meist im gleichen Netz. Das hat den Vorteil, dass die Datenpakete nicht verschiedene Router bzw. verschiedene Netze durchlaufen müssen, sondern wenn sich Sender und Empfänger im selben Netz befinden, sparen wir so unheimlich viel an Datenverkehr ein und erhöhen so die Performance in unserem Netzwerk. Auch der Systemadministrator behält so einen guten Überblick über die einzelnen Hosts, da diese im Netzwerk logisch untereinander strukturiert sind. Auch der Sicherheitsaspekt spielt eine Rolle, denn wenn ein Teilnehmer angegriffen wird, dann sind nicht gleich alle Netze bedroht. Ein Angreifer müsste erst weitere Netze erreichen und diese sind über den Router bzw. über verschiedene Router leichter voneinander abzuschotten. Damit wir unser Netz überhaupt aufteilen können, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, wie genau eine Adressierung in einem Netzwerk überhaupt funktioniert. Eine Adressierung in einem Netzwerk funktioniert immer über eine IP-Adresse in Zusammenhang mit einer Subnetzmaske. Eine IP-Adresse können wir uns wie eine Adresse in einer Stadt vorstellen, unter der jemand gefunden werden kann. Eine IP-Adresse besteht links aus der Net-ID und auf der rechten Seite aus der Host-ID. Wenn wir uns das Verfahren der IP-Adresse wie die Adressierung in der realen Welt vorstellen, können wir die Net-ID auf die Stadt übertragen. Das heißt, die Net-ID steht für die Stadt, in der jemand lebt. Die Host-ID selber ist die Adresse in der Stadt, wo diese Person gefunden werden kann. Eine IP-Adresse als auch eine Subnetzmaske besteht dabei aus jeweils vier Oktetten. Um zu verstehen, wie genau ein Oktett selber aufgebaut ist, müssen wir uns einmal mit dem Binärsystem auseinandersetzen. Deshalb schauen wir uns nun mal ein Oktett im Binärsystem an. Der größte Unterschied zwischen dem Dezimalsystem und dem Binärsystem ist natürlich, im Binärsystem haben wir nur die Zahlen 0 und 1 zur Verfügung, im Dezimalsystem stehen uns die Zahlen 0 bis 9 zur Verfügung. Ein Oktett besteht jeweils aus insgesamt 8 Bits. 8 Bits mit einer steigenden Potenz, von der Potenz 0 beginnend bis zur Potenz 7, was dazu führt, dass wir mit 8 Bits, also einem Oktett, insgesamt die Zahlen von 0 bis zur Zahl 255 abbilden können. Dies funktioniert durch die steigenden Potenzen. Das heißt, wir beginnen bei der 2 mit der Potenz 0, woraufhin die 2 mit der Potenz 1 folgt. Das Ganze endet bei der Potenz 7, was insgesamt die Zahl 128, das heißt 2 hoch 7, ergibt. Wir können an jeder Stelle jetzt eine 1 oder eine 0 einsetzen, um somit durch Addition zu erreichen, dass die Zahl, die wir dezimal darstellen wollen, gebildet wird. Wir haben nun die Möglichkeit, wenn wir beispielsweise die Zahl 128 bilden wollen, die Potenz 2 hoch 7, die 128 ergibt, auf 1 zu setzen und die restlichen Bits auf 0 zu setzen. Die 128 wird somit binär mit einer 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dargestellt. Wenn wir die Zahl 192 haben wollen und im Binärsystem darstellen wollen, dann ist es nicht nur nötig, dass wir die 128, das heißt die 2 hoch 7 als Potenz nehmen, sondern wir müssen noch die 64 dazu addieren, das heißt 2 hoch 6. In dem Fall setzen wir nur das Bit bei 2 hoch 6 von 0 auf 1 und addieren in dem Fall 128 plus 64 und erhalten so 192. Die binäre 192 wird also 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 geschrieben. Kommen wir nun zurück zu unserem eigentlichen Beispiel.
In unserem Beispiel soll aus einer Abteilung vier Unterabteilungen gebildet werden, welche vier verschiedene Netze haben. In unserem Beispiel erhält dieses Netz die IP-Adresse 192.168.0.0. Hierbei handelt es sich um eine Netzadresse. Was unter einer Netzadresse bzw. unter einer Subnetzadresse zu verstehen ist, werden wir gleich noch einmal genau besprechen. Hierzu kommt die Subnetzmaske mit 255.255.255.0. Wir stellen nun einmal die Netzwerkadresse und die Subnetzmaske binär dar und schieben diese beiden Teile untereinander. Wir sehen nun, dass alle Teile, die in der Subnetzmaske mit 1 belegt sind, die Net-ID darstellen. Das heißt, diese klassifizieren das Netz. Die letzten 8 Bits klassifizieren die Host-ID. Das heißt, jeder einzelne Host bekommt innerhalb dieses Netzes eine Nummer. Jetzt geht es darum, dass in diesem Netz noch einmal 4 Subnetze gebildet werden. Das bedeutet, wir müssen den Netzanteil jeweils um 2 Bits erweitern. 2 Bits aus dem Grund, weil 2 Bits 4 neue Netze zulassen. Das heißt, wenn wir 2 Bits haben, haben wir die mögliche Folge 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1 im Binärsystem. Diese Änderung müssen wir jetzt auf die Subnetzmaske übertragen und den Netzanteil somit um 2 Bits erweitern. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, sehen wir, dass sich die Net-ID um 2 Bits erweitert hat und die Host-ID um 2 Bits verringert. Das bedeutet, unsere Netzmaske hat nun nicht mehr die Zahl 255, 255, 255, 0, sondern unsere neue Netzmaske lautet 255, 255, 192, da die ersten beiden Zahlen in der Netzmaske nun 1 und 1 lauten und der Rest 0. Die 00 stehen in diesem Fall für das erste Netz. Für das zweite Netz werden wir hier 01 bzw. für das dritte Netz 10 und für das vierte Netz hier 11 einsetzen. Dadurch, dass die Netzmaske jetzt erweitert wurde, haben wir eine längere Net-ID und können so im Netz variieren. Jetzt können wir unser erstes Subnetz bzw. unser erstes Unternetz bilden. Hierfür ist es jetzt noch einmal wichtig, dass wir schauen, was muss in einem Subnetz definiert sein. In unserem ersten Subnetz muss definiert sein die Subnetzadresse. Wir haben im Vorfeld über die Netzadresse gesprochen. Eine Netzadresse ist die erste Adresse in einem Netz. Das ist die erste IP. Daraufhin haben wir verschiedene Hosts. Hierunter verstehen wir einen Adresspool, mit dem wir eine begrenzte Menge an Hosts bzw. PCs oder Ähnliches mit IP-Adressen versorgen können. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Broadcast-Adresse. Bei der Broadcast-Adresse werden alle Bits des Hosts auf 1 gesetzt. Eine Broadcast-Adresse ist dafür da, dass eine Nachricht an alle Teilnehmer eines Netzes übertragen wird. Jetzt berechnen wir die Subnetzadresse für unser erstes Netz. Wichtig hierbei ist, unsere Netz-ID ist länger und unsere Netz-ID beginnt mit 0,0 an dieser Stelle. Der restliche Teil der Bits wird ebenfalls auf 0 gesetzt, sodass wir dezimal eine Adresse von 192, 168, 0 und 0 rausbekommen. Das ist unsere Subnetzadresse. Um das Verständnis jetzt zu erleichtern, gehen wir nun so weiter vor, dass wir uns erst die Broadcast-Adresse angucken. Die Broadcast-Adresse berechnen wir, wie gesagt, indem wir alle Host-Bits auf 1 setzen. Somit bekommen wir dezimal eine Broadcast-Adresse von 192, 168, 0, 63. Alle anderen Konstellationen in der Host-ID, das heißt von 192, 168, 0.1 bis zu 192, 168, 0.62 sind für verschiedene Hosts reserviert. Das bedeutet, wir haben nun die Möglichkeit, 62 Geräte in diesem Netzwerk mit IP-Adressen zu versorgen. Für unser zweites Netz bzw. für die Berechnung der Adressen für unser zweites Netz gehen wir genauso vor. Wir beginnen mit der Subnetzadresse und setzen hier alle Host-Bits wieder auf 0. Die Net-ID hat sich verändert. Dadurch bekommen wir jetzt eine neue Subnetzadresse von 192.168.0.64. Als zweites berechnen wir die Broadcast-Adresse. Auch die Broadcast-Adresse
hat sich nun verändert, dadurch, dass sich die Netzadresse verändert hat. 192.168.0.127 bekommen wir, wenn wir alle Hostbits auf 1 setzen. Jetzt haben wir noch einen Adressbereich für die Hosts von 192.168.0.65 bis 192.168.0.126. Die Berechnungen wiederholen sich jetzt. Für das dritte Netz berechnen wir jetzt die Subnetzadresse, das heißt 192.168.0.128 stellt in diesem Fall unsere Subnetzadresse dar, woraufhin wir uns mit der Broadcast-Adresse beschäftigen. Diese liegt bei 192.168.0 und hier ist das die 191. Die Hosts können in diesem Fall den Adressbereich von 192.168.0.129 bis 192.168.0.190 einnehmen. Auch bei der Berechnung des vierten Netzes ändert sich am Verfahren nichts. Wir haben ja eine Subnetzadresse von 192.168.0.192. Die Broadcast-Adresse beträgt in diesem Fall 192.168.0.255. Und als mögliche Host-Adressen 192.168.0.193 bis 192.168.0.254. Wir haben nun alle Subnetzadressen, alle Broadcast-Adressen und alle Adressen, die für die einzelnen Hosts in Frage kommen, berechnet. Wir können nun unser Netzwerk mit den Adressen, die wir jetzt berechnet haben, erstellen.